Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir haben beim letzten Mal Steed Bonnet quasi, beschützt, beziehungsweise ihm einige Habseligkeiten zurückbeschafft, die ihm geklaut wurden, am helllichten Tag auf offener Straße und haben unser erstes Attentatsziel in Havanna ausgeschaltet. Genauso, wie es gilt, einige, sammelbare Objekte hier quasi mitzunehmen, ehe wir uns der nächsten Mission stellen. Man könnte da sogar gleich weitermachen, aber vielleicht auch nicht. Ich wäre erstmal darauf bedacht. Ich meine, ihr seht es ja selber, da gibt es eine ganze Menge, ne? Die Shanties reizen mich sowieso noch sehr. Das wird sich über das Spiel hinweg auch nicht ändern. Und ich bin auch am Überlegen. Also mein Ziel ist es ja quasi zu sagen oder zu wollen, dass für das Spiel an sich ich keine Schnellreise nutze. Ich bin nur am Hadern mit mir selber, ob ich das auf das gesamte Spiel beziehen möchte oder ob das sich nur auf die... Auf was zeigt er denn? Oder ob das sich halt nur auf die Seereise bezieht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, bin ich unentschlossen. Weil hier innerorts, wenn es darum geht, quasi so ein paar sammelbare Objekte sich anzueignen, dann kann das mit Sicherheit dann doch vielleicht sinnvoll sein, einige Wege abzukürzen über die Schnellreise. Aber die Fahrtwege auf hoher See, die möchte ich definitiv beibehalten. Nice. Gut abgepasst, das gute Stück. Billy Riley, auch ein sehr guter Song. Also ich habe mir so eine Compilation auf dem PC mal abgespeichert mit den ganzen Shanties aus Black Flag und ich muss sagen, klar, das sind ein paar dabei, die sind jetzt ein bisschen schwächer als andere. Aber hauptsächlich ist die Liste echt schon ganz geil. Und wir wollen ja Abwechslung haben, wenn wir später mal durch die Karibik segeln. Dementsprechend ist das hier halt so mit meinem Hauptaugenmerk. Mal gucken, ob wir uns auch schon direkt das nächste abgreifen können. Ich will nichts von dir, Junge. Ich will das hier. Haben wir. Wurde gar nicht angezeigt, welcher Song das war. Ah doch. Oh ja, Bully in the Alley. Ich werde wahrscheinlich bei gefühlt jedem Shanty, also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, da werde ich wahrscheinlich sagen, boah, der ist geil und ja, Mann, das Lied ballert auch. Weil für mich ist es halt auch genau das. Besatzung anheuern, Informationen beschaffen, Spiele spielen. Ja, nö, erstmal nicht. Erstmal würde ich ganz gerne noch die Ortschaft weiter aufdecken. Oh, ein Doggo. Ja! Ah, bist fein, die Biste. Kurier fangen und plündern? Ja, versuchen wir es doch mal. Da hatten wir schon mal einen. Das ist Kenway! Der Pirat! Der Piratenkapitän! Ja, Kapitän bin ich noch nicht, Junge. Nein! Hoch da, Junge! Das ist halt noch ein bisschen tricky hier mit dem... Yo, Alter! Kenway, lass locker. Ja, den Kurier werden wir nicht mehr kriegen. Wo
Wobei, er ist halt immer noch direkt über uns, ne? Ja, na komm. Nee. Also wir sind ja den Spaniern entkommen, das soll erstmal reichen. Ich will ja versuchen, auch nicht an jeder Ecke gleich irgendwas auf die Beine stellen zu wollen. Dann übernimmt man sich nur und dann ja, verrennt man sich in allen möglichen Nebenaktivitäten. Ah, die Kathedrale. Okay, das ist die Kathedrale von Havanna. Das größte Bauwerk wahrscheinlich, was wir hier vorfinden werden. Ich will gar nicht wissen, wie man unter der Robe grundsätzlich den Klamotten, sag ich mal, ölen muss. Bei der sengenden Hitze, die hier runter regnet. What? Oh. Hallo. Das nenne ich weit. Queen Anne Skalionsfigur. Hey. Das war das Schiff von Blackbeard. Die Queen Anne's Revenge. 240-607. Ja gut, das ist auf der... Ne, da wollte ich nicht hin. Ja, das können wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ansehen. In der Hoffnung, dass ich es bis dahin nicht vergesse. Okay, das war eine geile Kamerafahrt. Das sah cool aus. Dafür, dass es da drin nichts gab. Wahrscheinlich als eine Art Abkürzung. Edward. Hoch und nicht rein. Na gut, das wollte ich so auch nicht, aber haben wir mitgenommen. Eine weitere Herausforderung. 10 Fragmente gesammelt. Och, Junge. Mach mich jetzt hier nicht unglücklich, Mann. Die Wegfindung mit einigen Sprungpassagen ist halt ja hakelig, leider. Okay, na dafür haben wir den Sprung wenigstens geschafft. Da will er nicht hoch, okay. Ja. Na, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Boah, die armen Schweine, Alter. Hier oben ohne Schatten. Das macht sich bemerkbar. Also ohne vernünftige Pausen. Oh, Edward, nein! Ja, gut. Vor allem, ich habe es eben gerade noch angesprochen, ne? In Form von Wegfindung. Ich habe gedacht, den Sprung nach oben hätte ich geschafft oder würde ich schaffen, aber gut, das war dann ein Tick zu viel für seine Knöcheln. Die Schatzkarte bleibt nach wie vor in unserem Besitz, das ist auch wichtig. Also nochmal rauf. Man kann auch sagen, das wäre das erste Ableben von uns. Ohne dass es in einem Kampf stattfand. So, Edward, kriegen wir das jetzt hin?
Okay, diesmal habe ich nicht X gedrückt zum Springen oder macht's von ganz alleine. Von mir aus. Also auch die jetzigen Bewegungsabläufe, da brauche ich nur in die Richtung drücken. Und er macht's halt von alleine. Gut, also ich... Okay, dann halt an der Seite hoch. Um hier quasi den nächsten Punkt zu synchronisieren. Haben wir auch. Also für die Aktion musste ich gerade X-Taste drücken, weil sonst wäre er freiwillig nicht gejumpt. Gut, und hier sind die Kiste und das Fragment ist wahrscheinlich im Inneren vielleicht. Oder zumindest unten. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ah, da ist die Kiste. Also bekommen die Leute da oben auch mal eine gewisse Abkühlung, ne? Muss ja auch mal sein. Oha. Ja, das hat man. Hat man noch irgendwie geschafft. Sorry. Das Fragment muss ja auch irgendwo gewesen sein, ne? Von welchem. Ja, gut, versuchen wir es mal von dem Weg hier. Haben wir schon wieder gerade Zeit liegen lassen. Gut, haben wir Nummer 4 von 7. Na, was ist es diesmal? Junge, ich will keinen Stress, Mann. The Coasts of High Barbary ist auch nicht schlecht. Aber da war das Bully in the Alley vom letzten Mal besser. Der rennt mir immer noch hinterher, ne? Ich will keinen Stress. Oh shit! Darf ich gucken? Bleibt liegen, Leute. Ich möchte euch nicht töten. Da komme ich nicht ran, oder was? Merkwürdig. So, ich wollte... Ach so, das ist sogar noch... Ja, okay, gut, dann habe ich gerade erst gesehen. Hier kann man ja nochmal synchronisieren. Ja, machen wir das natürlich. Wenn wir schon mal hier sind. Da springe ich jetzt nicht runter. Alter, seine Füße möchte ich nicht sehen. Danke. Also den einen, den wir da auf die Ziegel geschickt haben, Junge, der ist ja echt komplett Knockout. Okay.
Was haben wir denn? Was ist das denn hier? Multiplayer oder was? Ah, Piraten retten. Ja. Hier haben wir noch einen Shanti. Und dort unten ist auch noch eins. Versuchen wir mal, jene Männer zu retten, die uns hier angezeigt werden. Oder den einen. Ich suhl mich in deinem Blut, bevor ich Ketten trage. Das hat gerade noch gereicht. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Gracias. Ich meine natürlich ihr Danke. Wir wollen ja hier kein Spanier werden. Das mit den Manuskripten machen wir später. Wo gab es denn hier noch einen Punkt zum Synchronisieren? Also auf dem Weg dorthin gibt es hier noch ein Fragment. Können wir auch noch mitnehmen. Ich meine, klar, das ist jetzt erstmal nicht wirklich Gameplay, beziehungsweise jetzt nichts Förderndes insofern. Hui! Wo man sagen kann, wow, das treibt jetzt die Story voran, ne? Das ist mir schon bewusst. Ach, come on. Das hat echt nicht funktioniert. Okay, aber dann hier vom Balkon. Jawohl. Ja, es ist jetzt natürlich nichts, was die Story vorantreibt, das ist mir schon bewusst. Nur, wenn man halt jetzt schon mal an einem Ort ist, so denke ich mir. Ja, da komme ich jetzt eh noch nicht ran. Dann lasst uns doch das mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh, dammit. War niemals hier. Ja, nee. Das war nicht so geplant, Leute. Ich dachte, das war der Biergarten, aber nö. Da sind wir den Leuten auch entkommen. Gut. Und sind gar nicht mal so weit weg von dem, was ich mitnehmen will. Mehr Lieder wir später für die Auswahl haben, desto besser ist es. Ich hoffe mal, ihr könnt euch später auch nicht dran satt hören. Oh, Alter. Kam uns ja hier schon direkt entgegen. Mensch, was ein Service. Okay.
Ja. Nein! Mensch. Okay, müssen wir halt nochmal zurück, ne? Bringt ja nichts. Und hier unten ist auch noch jemand, der bedarf unserer Hilfe. Ich? Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. Oh. Nice. Bleib liegen, Mann. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. War das gerade Lee von Gossig? Bin mir nicht ganz sicher. Aber in seiner Stimmfarbe habe ich etwas wiedererkannt, was mir vertraut, zumindest vertraut vorkommt. So, gehen wir die Sache hier nochmal an. Bleib stehen. Wohin? Gibt's doch nicht. Da war der andere Weg deutlich angenehmer. Gut, auf ein neues müssen wir erstmal warten, bis es hier gleich wieder ankommt. Steht die Kiste wahrscheinlich unten, ne? Ja. Ich kann jetzt auch nicht mit Kreis oder dergleichen runterspringen. Selbst mit X geht's nicht. Statt sich einfach fallen zu lassen, macht das nicht. Shanti ist wieder da. So, jetzt aber. Na also. Jetzt können wir auch den Aussichtspunkt dort oben synchronisieren. Running Down to Cuba ist auch einer meiner absoluten Favorites. Aber ich warte immer noch auf das eine andere. Das, was alles andere überschattet. Und zwar Lowlands. Das ist und bleibt mein All-Time-Favorite. Und hoch da. Ich glaube, da war sogar eben gerade noch, was ich gesehen hatte, ein Fragment, ne? Ja, toll, da ganz oben. Klasse. Ah, okay. Also nochmal hoch. Nur diesmal auf die andere Seite. Das wäre ja gelacht, das kriegen wir doch trotzdem hin. Aber
Wunderbar, haben wir. Das ist es nicht. Also ich glaube, zwei Shanties sind es jetzt noch. Eins im Hafen und eins hier oben. Ja, und ich denke mal, mit dieser Entscheidung werde ich das so handhaben, dass ich das halt einschränke. Dass ich sage, jo, wir machen halt die Schnellreise nur innerhalb von Gebieten, in denen wir halt ja, zu Fuß unterwegs sind. Ah, warte mal, das war doch eine Schnellreise, oder nicht? Geht das jetzt nicht? Na, dahin kann ich eine Schnellreise machen. Ah, okay. Ich habe das noch nicht gesehen. Schnellreise zu diesem Ort? Ja, bitte. Weil das andere möchte ich mir halt dann doch aufheben, wenn wir zur See fahren. Ja, es sind noch zwei Shanties, die fehlen, tatsächlich. Okay, das Animus-Fragment ist dort unten. Das wollte ich nicht. Das auch nicht. Abkürzen kann man es auch nicht. Ne, das war nur die Pause. So. Nicht synchronisieren. Ich will... Ach, wisst ihr was? Wir klettern. So. Dann lassen wir das nämlich. Danke. Und es wird auch langsam Nacht hier in Havanna. Wenn wir später erstmal andere Klamotten kriegen. Glaub mal, das wird schon gut aussehen. Das wird gut aussehen und sich gut anhören. Wenn wir erstmal in See stechen. Servus, Männer. Ich will nichts von dir, Junge. Ich will das hier. Oh yes. Ja, der Timer geht. Ich kann nur jetzt noch nicht erstmal müssen wir hier aus dem Radius raus. Das sollte reichen. Oder halt auch nicht. Gut, dann müssen wir die erstmal noch abschütteln. Ehe ich hier zusammen mit euch die Aufnahme beenden kann. So, jetzt sollte es aber genügen. Och, come on, Alter. Das gibt's doch nicht. Hat man denn hier nicht eine Sekunde lang mal seine Ruhe? So, jetzt aber ohne weitere Umschweife. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Black Flag.